Schaut mal, was Hop-Hop da macht. Wer er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop-Hop die Eule. In diesem Haus lebt das Eulenküken Hop-Hop. Das Haus hat eine Treppe. Eine rosa Tür mit einem ringförmigen Türgriff. Ein blaues Dach mit einem Fenster. Und zwei rosa Schornsteine. Sie erinnern an die Ohren von Hop-Hop. Ha, wer ist da? Hallo Hop-Hop. Hop-Hop wackelt mit den Ohren. Das ist der Specht Tok-Tok. Hallo, kommst du das Eulenküken besuchen? Komm die Treppe hoch. 1, 2, 3, 4. Klopf, klopf, klopf. Hop-Hop. Komm raus, gehen wir spazieren. Huch, das ist nicht Hop-Hop. Hahaha, das sind Spielzeugautos mit einem Hahn und mit einem Hasen. Hallo. Lasst uns spielen. Hop-Hop schiebt den Wagen. Und der Hahn dreht den Kopf hin und her. Tok-Tok ist noch klein. Er weiß noch nicht, wie man damit spielt. Hop-Hop, hilf bitte. Man muss den Wagen wieder umdrehen. Lasst uns die Spielzeuge auf den Spielplatz bringen. Hop-Hop hat ein Seil gefunden. Ein Zug aus Autos. Toll! Unser Zug ist auf dem Spielplatz angekommen. Hop-Hop möchte die Rutsche herunterrutschen. Und Tok-Tok will ein Auto herunterschieben. Es ist schwer. Ah, Hop-Hop hat einen Baukran geholt. Damit hebt er das Auto und stellt es auf der Rutsche ab. Und das zweite Auto. Runter geht's. 1, 2, 3. Der Hase ist weitergefahren. Es macht Spaß, zusammen zu spielen.
Tschüss. Die Eule. Vor dem Haus von Tok Tok dreht sich ein gelber Ring. Ring, bleib stehen! Es kommt noch ein grüner Ring angerollt. Tok Tok, hast du noch andere Ringe? Ah, ein blauer Ring. Der ist sehr hübsch. Hop Hop bringt einen Ring in Farbe Lila. Huch, Hop Hop hat sich versteckt. Wo bist du, kleine Eule? Hahaha. Hinter welchem Ring versteckt sich Hop Hop? Hinter dem lila Ring. Hallo. Sieh mal, ein Schmetterling fliegt in unsere Richtung. Der gelbe Schmetterling hat sich auf den gelben Ring gesetzt. Huch, der Ring ist umgestürzt. Bums! Bums! Tok Tok findet es toll, wie die Ringe umfallen. Jetzt sehen sie wie bunte Trommeln aus. Eine Trommel! Hop Hop hat seine Spielzeugtrommel geholt. Nimm die Stöcke, Tok Tok. Ein tolles Konzert. Hey, wo wollt ihr denn hin? Was ist das? Sieht aus wie der Ersatz einer Ringpyramide. Und das ist die Spitze. Die ist ganz schön schwer. Wir müssen das Spielzeug zum Haus von Tok Tok bringen und die restlichen Ringe aufsetzen. Hop Hop ist mit dem Bagger gekommen. Gut gemacht. Der Bagger ist stark. Nehmen wir die Spitze ab. Heben wir den gelben Ring hoch. Wir lassen ihn an seinem Platz heruntergleiten. Grüner Ring. Blauer. Lila. Die Rakete ist flugbereit. Die beiden Freunde wollen sie mit Hilfe der Wippe starten.
Stadt. Die Rakete fliegt. Ha! Jetzt kann man die Ringpyramide wieder zusammenbauen. Toll! Schaut mal, was Hop Hop da macht. Wie er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Hop Hop die Eule. Das ist Tok Toks Haus. Hallo, kleiner Specht. Wo gehst du denn hin? Oh, ein neues Spielzeug. Ein Haus für Tiere. Schau, ein graues Kätzchen. Wohnt es in diesem Haus? Miau, miau. Die Türe bleibt nicht zu. Mach sie noch mal zu, Tok Tok. Oh, sie ist schon wieder aufgegangen. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht weiß Hop Hop ja, wie man damit spielt. Los geht's! Schaut mal, wie viel Spielzeug Hop Hop dabei hat. Die kleinen Vögel begrüßen sich. Sie haben gute Manieren. Die Türe bleibt nicht zu. Wir brauchen Schlüssel. Das ist eine gute Idee, Hop Hop. Er durchsucht seine Spielsachen. Mal sehen. Vorsicht, Ameise! Es regnet Spielzeug. Oh, und Frösche. Tada! Mit den Schlüsseln können wir die Türen auf- und abschließen. Der rote Schlüssel ist für die rote Türe. Na also! Gelbe Türe, gelber Schlüssel. Wir schließen die Türe auf. Und wer wohnt hier? Lasst uns das passende Spielzeug suchen. Ein Stein? Nein. Und die Ameise ist kein Spielzeug. Die Kuh. Muh. Die Kuh wohnt hinter der gelben Türe. Und jetzt die lila Türe. Tok Tok versucht es mit dem Bauklotz. Hier wohnt das Schaf. Wir brauchen den lila Schlüssel. Und jetzt die grüne Türe. Wer könnte hier wohnen? Der Frosch. Hop Hop ist lustig. Lass uns die Türe zuschließen. Alle sind zu Hause. Die Kuh und das Schaf. Der Frosch und die Katze. Die Eule und der Specht räumen ihre Spielsachen auf. Hop Hop muss nach Hause. Der Ball ist verstaut. Und die Bauklötze auch. Oh, da kommt ein Marienkäfer. Zeigen wir ihm, wer hier wohnt. Eine Kuh. Muh. Ein Frosch. Quack. Eine Katze. Miau. Und ein Schaf. Mäh. Alle sind zu Hause.
Das Haus laden sie aufs Motorrad. Hopp Hopp nimmt es mit nach Hause. Bis zum nächsten Mal.